Also sobald ich die Schaufel habe, dann geht's ab. Ich wollte nur das Essen. Ich glaube, ich mache dann gleich eine Schaufel tatsächlich. So eine richtig starke. Ich habe ja wirklich alles, was ich brauche, da. Okay, ich mache mal verschieben auf morgen. Denn der Tag ist schon fast rum. Vielleicht auch noch heute. Ach, Moment. Brauche natürlich die Pfeile. Der Griff. Nichts passiert. Wartet mal. Schaufel. Griff. Spitzhacke, Schaufel. Griff, Blech. Ah, fuck, ich brauche Klebeband. Doch nicht. Bin gleich auffällig. Oh, oh, ich muss schnell zum Appell. Ich war nicht duschen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, toll, jetzt hast du Klebeband. Toll, das bringt mir echt viel. Habe ich irgendwas, was wichtig wäre? Nö, sieht nicht so aus. Ich lasse die mal hier. Andererseits soll ich jetzt vielleicht nicht mehr auffallen. Ihr habt keine Freunde? Ja, das weiß ich schon. Ja. Ich frage mich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass man an die rankommt. Das ist ja wohl die Frage. Wie kam die an die Wie kommt man überhaupt an die Unterwäsche des Gefängnisdirektors? Ah, über Nacht fällt unser Radius anscheinend nicht und der hat mich gerade durchsucht. Miese Sau. Nick, hast du denn noch die tollen... Ja, das kaufe ich mir dann von dir. Sobald wir durch den Metalldetektor sind. Ich weiß, ich habe noch welches, aber... Ich möchte gern Neues haben, damit ich dann noch eine Schaufel machen kann später. Falls ich noch eine Pfeile komme, jetzt verkauft er nichts mehr, natürlich nicht. Ach, noch Schund wieder. Nee. Vernichtet, klingt doch gar nicht so schlecht. Ich würde jetzt gerne in den Fitnessraum gehen, aber ich traue mich jetzt nicht, weil ich bin noch zu auffällig. Oh, vielleicht ja doch. Was für eine Anstrengung das ehrlich gesagt sein muss, sich da durch so einen Boden durchzugraben mit einem Löffel. Mit einem beschissenen Löffel. Sind immer noch nichts Besseres, oder? Immerhin. Zwei Löffel, wartet mal. Ein Löffel mehr. Ich habe diesen Fraß so satt. Ja, ja, ich weiß nicht, hier gibt es gar keinen Koch, fällt mir gerade ein. Niemand sorgt dafür, dass es gemacht wird, wird trotzdem irgendwie erledigt. In den anderen Gefängnissen gab es ein Kochding, gibt es hier irgendwie nicht. Wird wahrscheinlich von jemand anders übernommen, von einem externen. Muss aber sagen, ich kann die Gefängnisse schon verstehen, wenn die sich, wenn die dann Kochen und sowas von Häftlingen übernehmen lassen. Die sind billig und dann haben sie eine echte Beschäftigung.
Und da unten ist was für uns. Und ich würde sagen, wir werden dann gleich wieder weitergraben. Beziehungsweise werde ich dann erstmal schauen, dass ich das mit der Schaufel hinkriege. Gut, dass ich den Zettel noch nicht weggeschmissen habe mit den Sachen fürs Craften. Ehrlich gesagt, in Minecraft kann ich mir echt viele Rezepte merken, tatsächlich. Diese ursprünglichen Rezepte habe ich so ziemlich alle im Kopf. Die alten zumindest. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Aber hier tue ich mich echt schwer. Interessiert mich ein Scheiß. Ist das normal, dass das so lang geht? Ist das jetzt verbuggt? Hallo? Unlackierter Stuhl, Holz dreimal. Ja, ist ja super. Hallo. Fuck! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ernsthaft? Okay. Wenigstens ist der Bug jetzt weg. Ich muss sagen, das hat mich jetzt echt ein bisschen verrückt gemacht. Natürlich nur deswegen habe ich das jetzt versaut. Kein anderer Grund. Bananen. Oh, eine Pfeile, so ein Scheiß. Warten die immer, bis ich komme? Und diesmal bin ich nicht werde ich nicht durchsucht. Das ist deutlich angenehm. Brauche ich alles eigentlich gar nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht. So, erstmal ein bisschen Training. Dann kann ich ja direkt danach frühstücken gehen. Das ist natürlich jetzt echt scheiße gelaufen. Das werde ich trotzdem gleich nochmal machen. Einfach nur, damit ich Griff und Duct Tape wenigstens schon mal kombiniert habe. Schmeckt wie Erde. Ich habe auch Erde reingetan. Würde ich als Koch wahrscheinlich die ganze Erde da drin reinschmeißen. Ich glaube, ich gebe die Erde lieber irgendwelchen Typen, das ist am besten. Danach muss ich erstmal meinen Job machen. Was hast du eigentlich? Oh, er macht keine Bananen, wie scheint. Erstmal Schokolade hier. So. Brauche ich das? 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 Eine leichte Schaufel schon mal. Oh! Ich bin so bescheuert! Ah! Es ist anscheinend random, was man aus diesen scheiß Dingern rauskriegt. Ah, jetzt ärgere ich mich aber echt. Was mache ich denn gerade? Bin ich so drauf fixiert, dass ich das jetzt unbedingt will, dass ich nur noch Scheiße baue? Ich hatte zweimal Klebeband. Verdammt nochmal. Jetzt rast mein Herz. Ich
nehmen vielleicht schon wieder zu lange auf, könnte ich mir gut vorstellen. Nick hat Klebeband, okay. Dem kaufe ich jetzt gleich wieder das Klebeband ab. Sofern er gleich noch Händler bleibt. So, das Trainieren werde ich jetzt trotzdem machen. Nick ist bestimmt gleich noch beim Essenhändler. Ansonsten wäre es eh schon nicht mehr gewesen. Bis 20 mache ich. Nick. Danke. Danke, ich mag dich jetzt. So. Du stinkst. Ne, 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 ne. Bin ganz normal beim Essen, alles gut. Es muss echt scheiße sein, wenn es hier regnet. Und im Dschungel regnet es nochmal häufiger und hat eine hohe Luftfeuchtigkeit. Eigentlich müssten wir auch viel, viel schneller erschöpft sein. Oh, vielleicht kann ich mein Arbeitspensum sogar schon hier schon erfüllen, das wäre super. Wenn ich gar nicht erst raus muss. Wieso schauen die sich immer das Unkraut an? Ich kapiere es nicht. So, ich bin ein ganz normaler Häftling, habe meinen Job schon gemacht. Ich darf jetzt hier tun, was ich will. Wenn ich jemand auf die Fresse haue, haue ich jemand auf die Fresse. So. So. Den nehme ich. Das lasse ich hier. Das nehme ich. Das lasse ich hier. Das lasse ich hier. Ah, Glück gehabt. Dieser Penner. Ich habe das Gefühl, er weiß, wann ich komme. Passiert? Ja, vielleicht, weil ich Metallblech nehmen sollte. Warum habe ich eigentlich... Hä? Achso, die habe ich ja gefunden, richtig. Ernsthaft. Ne, wartet mal. Die bleibt hier. Damit bin ich eigentlich schon verraten. Scheint mir irgendwie keinen zu interessieren. Was mache ich jetzt am schlauesten? Und der eine immer noch. Ich brauche einen höheren Intellekt. Ja, ich war gerade total verwirrt. Viele Sachen haben sich gerade bei mir gerade überschlagen. Nein! Ich will euch nicht verjagen, verdammt nochmal, ich will mit euch reden. Egal, machen wir erstmal das und dann versuchen wir nochmal mit den Leuten zu reden. Ansonsten schenke ich einfach irgendjemand dieses Metallblech, der wird sich freuen. So, wobei stinkt. Ach ja, ich wollte meinen Intellekt erhöhen. Die Tüte ist nicht nur runtergefallen. 8 weiteren Intellekt. Wahnsinn. Wir warten einfach ab, bis der Officer da das nächste Mal reingelaufen ist.
Danach ist mein Intellekt hoffentlich hoch genug. Die drei Sachen da drüben würde ich übrigens gerne wieder mitnehmen, weil irgendwie stört mich, dass das da drin liegt. Ich habe das Gefühl, das verrät mich irgendwie, auch wenn es wahrscheinlich nicht tut. Und das alles bloß 10? Ist irgendwie traurig. Gut ist diesmal, wenn ich mit leeren Taschen da rein. So. Die nehmen wir mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ich wollte gerade sagen, kommt der jetzt schon wieder? Ihr wollt mich wohl verarschen, ey! Boah, was ist denn hier los? Immer wenn ich da irgendwas mache, kommen die an. Das ist jetzt der letzte Versuch. Also entweder es klappt jetzt oder ich mache eine Aufnahmepause. Das ist doch nicht mehr lustig. Okay, dann kann ich das Klebeband wieder abholen. Ey, das ist echt nicht mehr lustig. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass es diese Ladenfunktion gibt. Im ersten Gefängnis habe ich ja nicht genutzt, weil ich es gar nicht so richtig wusste. Gerade solche Sachen, die einfach nur Pech sind. Ich hole mir gleich Nix Ding wieder. Ickzorns Ding. Ich will doch nur dieses beschissene Ding ausbauen, wenn ich ehrlich bin. Ich überlege gerade echt, ob ich einfach abhaue. Allerdings ist da meine Aufmerksamkeit wieder so hoch. Man darf sich wirklich keine Sekunde zu lang dort unten aufhalten. Problem ist auch, ich kann nicht mal verhindern, dass sie da hinten langlaufen. Ich weiß gar nicht. Okay, der geht jetzt dahinter. Okay, dann kann ich rein. Kann ich jetzt? Gut. Leichte Schaufel. Einfach nur zur Sicherheit. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, das war die Holzstrebe, okay. Ansonsten das Holz lege ich mal hier ab. Und dann gehe ich jetzt gleich meinem Job als Gärtner nach. Ehe ich den noch verliere. Oh. Nur zwei Holzstreben zusammen, zweimal Stück Holz zusammen machen. Nicht drei, sonst mache ich was falsch. Ist jetzt tatsächlich nicht so wild, wenn ich an genug Holz rankomme. Angenommen, ihr habt das Holz jetzt irgendwie mühsam zusammengeschmuggelt, dann ist es echt ärgerlich. Da hätte ich mich jetzt auch richtig geärgert, weil man kann die Sachen auch nicht mehr zurücknehmen.